Herzlich willkommen, Helmut Schmidt. Welchen Blick werfen Sie auf Deutschland heute? Es kommt darauf an, was Sie mit heute meinen. Wenn Sie mit heute meinen, einen Tag im November des Jahres 2005, dann mit einem leicht amüsierten Lächeln auf dem Gesicht und leicht traurig über das politische Theater, das wir in unserem Lande erleben. Aber wenn Sie mit dem Wort heute die Umstände ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt meinen oder anderthalb Jahrzehnte nach der deutschen Vereinigung meinen, dann bin ich eigentlich sehr glücklich und mache ein freundliches Gesicht. Sie haben soeben ein Buch veröffentlicht, Auf dem Weg zur deutschen Einheit. Ja. Und Sie erzählen diesem Buch Ihr Glücksgefühl, als die Mauer fiel. Aber Sie stellen auch die Frage, ja, was haben wir eigentlich aus diesem Glück gemacht? Und das ist eine kritische Frage. Das stimmt. Wir haben, wenn ich sage wir, meine ich die ganze politische Klasse in Deutschland. Wir, die politische Klasse, zu der ich nicht mehr gehöre. Wir haben insgesamt die Probleme der Wiederzusammenfügung der Nationen wahrscheinlich unterschätzt. Wir haben insbesondere die ökonomischen Probleme unterschätzt, haben eine Reihe auch von Fehlentscheidungen getroffen, die sich negativ auswirken. Gleichwohl muss man sagen, dass es materiell den Deutschen in der ehemaligen DDR und den Deutschen in der ehemaligen westlichen Bundesrepublik, dass es den Deutschen auf beiden Seiten materiell heute besser geht als jemals vorher. Das ist auch wahr. Das sehen die beiden Deutschen nicht so deutlich, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Man hört so viel Klagen in Ihrem Land. Und das ist gleichsam ein Kontrast zu Ihrer Aussage. Ja. Die Deutschen sind Weltmeister im Jammern. Warum? Das stimmt. Ich vermute, dass eine Reihe von Faktoren dafür eine Rolle spielen. Natürlich kann man nach den unglaublichen Opfern und Anstrengungen und Verlusten, insbesondere an Toten, aber auch an Hab und Gut und Zerstörung der Städte durch den Zweiten Weltkrieg und den ungeheuren Anstrengungen anschließend das Land wieder aufzubauen, sowohl in der damaligen DDR als auch in der damaligen Bundesrepublik. Wahrscheinlich hat das so viel Kraft gekostet, dass jetzt ein gewisser Vitalitätsabfall eingetreten ist. Das muss nicht so bleiben. Aber die Vitalität ist heute nicht ganz so groß wie in den 50er und 60er und 70er Jahren. Das trägt wahrscheinlich bei, ebenso die Erinnerung und die klare Erkenntnis der ungeheuren Verbrechen, die von deutscher Seite in den Jahren bis 1945 begangen worden sind. Drittens trägt bei der Umstand, dass wir eine erhebliche Arbeitslosigkeit in Deutschland haben. Man muss es eine Massenarbeitslosigkeit nennen. Viertens spielt eine Rolle, dass wir heutzutage in einer wesentlich vom Fernsehen dominierten Gesellschaft leben. Das Massenmedium Fernsehen spielt eine unglaublich große Rolle, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Italien, überall in der Welt heutzutage. Und dieses Medium vermittelt sehr gerne und sehr bereitwillig negative Umstände. Und die Deutschen nehmen das eher auf als andere? Das könnte so sein, ja. Ist Deutschland nach wie vor kein normales Land, in Anführungszeichen, wenn es überhaupt eines gibt?
Die Deutschen bleiben ein gefährdetes Volk. Ah ja? Das glaube ich, muss man deutlich erkennen. Es ist relativ leicht, auf einer Insel zu leben. Die Engländer haben keine Nachbarn. Die Deutschen haben allein 9 direkte Nachbarn, von der Schweiz im Süden bis zu Dänemark im Norden, Polen und die Tschechische Republik im Osten und im Westen Holland und Belgien und Frankreich. Es gibt kein Land in Europa mit so vielen Nachbarn. Diese Lage hat ihre großen Vorteile. Die kulturellen Beziehungen, auch die wirtschaftlichen, haben Deutschland im Laufe der Jahrhunderte außerordentlich befruchtet. Aber diese Zentrallage mit den vielen Nachbarn rundherum hat eben auch ganz große Nachteile. Es ist im Leben manchmal schwierig, mit dem Nachbarn in guten Frieden zu leben. Wenn aber nicht nur ein Nachbar da ist, sondern 9 Nachbarn, dann ist es besonders schwierig. Die Deutschen haben gegen den nachbarlichen Frieden mehrfach gröblich verstoßen. Die Nachbarn haben zum Teil auch gröblich gegen den Frieden und die Nachbarschaft verstoßen. Zumal die Franzosen, man denke an Louis XIV oder man denke an Napoleon. Die Deutschen bleiben allein schon wegen ihrer geografischen Position gefährdet. Aber worin liegt die Gefährdung? Sie sind umgeben von Freunden, von Partnern, von Völkern, mit denen Sie sich versöhnt haben? Das ist wahr, aber das ist erst im Laufe der letzten Jahrzehnte so eingetreten, wie Sie es gesagt haben. Jahrhundertelang war das ganz anders. Und der Nationalismus ist in allen europäischen Völkern nach wie vor ein ganz wichtiger psychischer Faktor. Das können Sie sehen, wenn eine Nationalmannschaft gegen die andere Nationalmannschaft Fußball spielt und wenn Sie gucken, wie die Jungs auf den Rängen reagieren. Wenn die anderen ein Tor geschossen haben und wie sie reagieren. Wenn die eigenen ein Tor geschossen haben und wie sie reagieren, wenn die anderen einen Foul begangen haben. Aber man spricht von Fußball, nicht mehr von Krieg. Ja, aber die Reaktionen sind nationalistisch. Das ist keine Besonderheit der Deutschen. Das haben sie bei Franzosen oder bei Engländern oder bei Russen in ähnlicher Weise. Und was ist denn die Besonderheit? Nein, hier liegt keine deutsche Besonderheit vor. Die Besonderheit liegt in der Lage mit den vielen Nachbarn. Mit anderen Worten, ist es nicht das deutsche Wesen, das dieses Volk gefährdet, sondern nur seine Geografie. Es kommt hinzu, nicht das deutsche Wesen, aber die deutsche Geschichte. Die spielt auch eine Rolle. Die ist natürlich nicht nur im deutschen Gedächtnis haften geblieben, sondern auch im Gedächtnis der Tschechen, auch im Gedächtnis der Polen, auch im Gedächtnis der Holländer oder der Dänen. Sie alle wissen, da waren schlimme Dinge und die sind erst ein halbes Jahrhundert her. So schnell werden sie das nicht vergessen. Und so ist es also nicht nur die ewige geografische Lage, sondern für das Heute spielt auch das Gedächtnis eine Rolle. Was ist geschehen mit dieser Demokratie, die als eine mustergültige galt in Europa und die plötzlich Instabilität hervorbringt? Was ist geschehen mit dieser Volkswirtschaft, die die stärkste war von Europa und die plötzlich erlahmt? Ich glaube nicht, dass es richtig gewesen ist, die politischen Verhältnisse der alten Bundesrepublik als eine ganz besonders stabile Demokratie zu bezeichnen. Das war eine etwas voreilige Klassifikation. Im Vergleich zu fast allen Nachbarn war es aber doch sehr stabil. Ja, es war zu Zeiten der Teilung Deutschlands. Genauer gesagt, es war zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Wegfall des Kalten Krieges, der Wegfall der Angst vor einem Dritten Weltkrieg, der Wegfall der Angst vor sowjetischen atomar bestückten Raketen hat
die Lage, in der sich die Europäer befinden, auch die Deutschen, ganz wesentlich verändert. Der Kalte Krieg hatte stabile Fronten geschaffen. Auf der einen Seite die Sowjetunion und eine Reihe von Staaten und Völkern, die von ihr geführt oder beherrscht wurden, aggressiv, ausgreifend. Und auf der anderen Seite der demokratische Westen. Und dann gab es noch irgendwo die dritte Welt, um die hat man sich nicht sonderlich gekümmert. Das war ein relativ stabiles Gefüge. Das ist heute nicht der Fall. Sondern wir erleben heute, dass die Weltwirtschaft durch den Hinzutritt von 1300 Millionen Chinesen, von 300 Millionen Menschen, die früher von der Sowjetunion beherrscht gewesen sind, sowohl die Chinesen als auch die sowjetisch beherrschten Völker hatten ja an der Weltwirtschaft keinen Anteil. Heute sind sie aber Käufer, sie sind Produzenten, Lieferanten, sie sind Wettbewerber, sie sind Konkurrenten. Und nicht nur die Chinesen, nicht nur die Russen, auch die Vietnamesen. Die Weltwirtschaft hat sich außerordentlich ausgedehnt. Globalisierung nennt man das heutzutage. Und die Globalisierung hat die Struktur der Wirtschaften in Westeuropa ganz wesentlich beeinträchtigt. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für alle anderen. Aber die deutsche Wirtschaft ist in höherem Maße globalisiert als etwa die Wirtschaft Frankreichs oder Englands. Die deutsche Volkswirtschaft ist viermal so stark globalisiert wie die amerikanische, doppelt so stark wie die japanische, um zwei Beispiele zu nennen. Man kann das messen an dem Exportfaktor. Die Deutschen exportieren mehr als ein Drittel ihres Bruttosozialprodukts. Die Amerikaner weniger als 10%. Und ähnlich die Japaner. Das heißt, die Deutschen sind noch stärker als etwa Frankreich oder England diesem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Und er läuft hinaus auf einen Wettbewerb um Arbeitsplätze. Sowohl in Deutschland als auch in anderen Staaten Westeuropas, übrigens auch im Osten Mitteleuropas, hat man diesen Wettbewerb um Arbeitsplätze nicht rechtzeitig erkannt. Man hat geglaubt, die relativ hohen Löhne halten zu können, wenn man nur dieselben Sachen weiterhin produziert und in der Welt verkauft, die man gestern und vorgestern produziert hatte. Inzwischen können die Chinesen manches auch produzieren, aber zu sehr viel billigeren Konditionen, zu sehr viel niedrigeren Preisen, weil sie mit sehr viel niedrigeren Löhnen und Sozialleistungen zufrieden sind. Und das zwingt die Westeuropäer dazu, entweder ihren Lebensstandard etwas zu senken, oder wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie neue Produkte entwickeln, neue Leistungen entwickeln und anbieten, die die anderen einstweilen noch nicht können. Und das ist nicht in ausreichendem Maße geschehen. Mit anderen Worten, erwächst aus der Wirtschaftskrise eine politische Krise und Sie bezweifeln die Stabilität deutscher Demokratie? Das will ich nicht so sagen. Ich würde auch das Wort Wirtschaftskrise nicht gerne benutzen wollen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Sondern ich rede von der massenhaften Arbeitslosigkeit, die in Deutschland auch nicht höher ist als nebenan in Frankreich, aber deutlich höher ist als etwa in Dänemark oder als etwa in Holland. Die sind damit besser fertig geworden. Dass das so bleibt, will ich nicht glauben. Dass es zu einer politischen Krise führen muss, will ich auch nicht glauben. Sie meinen, dass eine große Koalition dieses Land durchaus gut regieren kann? Theoretisch ja, die Praxis bleibt abzuwarten. Skepsis? Ja. Freundliche Skepsis. Es ist jetzt in Deutschland ein ostdeutscher Vorsitzender der einen großen Volkspartei, der SPD, eine ostdeutsche Vorsitzende der anderen großen Volkspartei, der CDU.
Ist das nicht ein Erfolg auf dem Wege der deutschen Einheit? Es war von niemandem so geplant. Ich halte es für einen Zufall, aber nicht für einen schlechten Zufall. Mit anderen Worten, wächst Deutschland doch zusammen oder tut sich das, was zusammengehört, doch sehr langsam zusammen? Diese letztere Bemerkung halte ich für zutreffend. Es geht viel langsamer, als man heute vor 10 Jahren noch gehofft hat. Im deutschen Falle ist von erheblicher Bedeutung der Umstand, dass wir im Osten des Landes, in der ehemaligen DDR, eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit haben wie im Westen. Und das hat natürlich seelische Folgen. Und seelische Bedrückungen können zu politischen Konsequenzen führen. Man kann es ablesen daran, dass die frühere kommunistische Partei, die hat sich einen ein bisschen anderen Namen angeschafft heutzutage, dass die im Osten Deutschlands einen sehr viel höheren Prozentsatz an Stimmen bekommt als etwa im Westen. Mit anderen Worten, ist Deutschland seelisch noch zweigeteilt? Das ist eine zu weitgehende Formulierung, aber jedenfalls ist es seelisch nicht so zusammengewachsen, wie man sich das in der ersten Begeisterung 1989 und 90 vorgestellt hat. Ein bisschen Bitterkeit klingt in Ihrem Buch, wenn Sie sagen, kein Volk wie die Ostdeutschen hat so viel Hilfe bekommen und, ich zitiere, umso weniger konnte ich die sich später in den neuen Bundesländern ausbreitende Wehleidigkeit nachvollziehen. Die kann ich auch heute nicht nachvollziehen. Jemand, der im Osten Deutschlands als Rentner lebt oder als Arbeitsloser lebt oder als Angestellter oder Arbeiter einen Arbeitsplatz hat, der vergleicht sein Einkommen, sein ökonomisches Befinden mit Westdeutschland und findet in vielen Fällen, dass er ein bisschen schlechter dasteht als sein westdeutscher Kollege. Wenn er sich vergleichen würde mit seinem polnischen oder tschechischen Kollegen oder litauischen Kollegen oder slowakischen oder ungarischen Kollegen, dann würde er merken, dass er unendlich viel besser dasteht als diese auch ehemals unter kommunistischer Kommando- und Befehlswirtschaft lebenden Europäer. Es fehlt wahrscheinlich an Kenntnis. Der andere Grund ist, dass man etwas leichtfertig in den Jahren nach der Vereinigung den Ostdeutschen die Illusion gemacht hat, innerhalb von 4 Jahren würden dort blühende ökonomische Landschaften entstehen. Das war das Wort von Helmut Kohl. Ja, und er hat es auch wahrscheinlich selbst geglaubt. Das war ein grandioser Irrtum. Sahen Sie das damals schon anders? Ja, ich habe in dem Buch, das Sie da liegen haben, sind ja eine Reihe von Aufsätzen und Reden enthalten, die ich in jenen Jahren gehalten habe. Ich habe damals deutlich gesehen, dass die ökonomischen Fehler, die man nach der Vereinigung gemacht hat, den Aufholprozess des Ostens sehr verzögern würden. Es fängt an mit der Aufwertung der ehemaligen ostdeutschen Währung um viele 100%. Das kann keine Industrie der Welt aushalten. Das könnte nicht mal die exportstarke Schweiz verkraften. Kein Land der Welt kann das aushalten, ohne dass die Industrie zum großen Teil kaputt gehen muss. Warum aber ist dann die Chance nicht ergriffen worden, nicht nur in Ostdeutschland manches zu verändern, sondern auch in Westdeutschland? Ja, weil man die Probleme unterschätzt hat. Muss sich jetzt Westdeutschland so stark transformieren, fast im Zuge der Vereinigung und im Zuge der Globalisierung, wie es die Ostdeutschen getan haben? Der Maßstab geht vielleicht ein wenig zu weit. Man muss nicht so viel verändern, wie es sich für die Ostdeutschen nach 1990 verändert hat, aber man muss sehr vieles verändern. Das ist keine deutsche Besonderheit. Das gilt ähnlich für Belgien, für Frankreich, für Italien. Die deutsche Besonderheit liegt darin,
dass ein großer Teil des Landes, nämlich der ostdeutsche Teil, zurückbleibt hinter dem westlichen. Das ist eigentlich nur noch halbwegs vergleichbar mit dem Mezzogiorno in Italien. Bei der Tragweite dieses Problems erstaunt mich, dass im Wahlkampf, der einige Monate zurückliegt, und dass überhaupt in der politischen Diskussion die Politik, die gemacht werden müsste, damit dem abgeholfen werden kann, kaum thematisiert wird. Das stimmt. Warum? Ich habe den Wahlkampf nicht geführt. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich brauche Ihre Frage nicht zu beantworten. Da sind also die Politiker beider Lager letztlich ratlos und bringen keine Rezepte, weil sie nicht ein- und auswissen? Ich bin nicht sicher, dass sie ratlos sind, aber sie waren jedenfalls im Wahlkampf insofern nicht gut beraten, als sie das Problem des Zurückbleibens des Osten Deutschlands verschwiegen haben. Die deutsche Vereinigung ist ja eine ungeheure finanzielle Last. Etwa 4% des deutschen Volkseinkommens werden jährlich von West- nach Ostdeutschland transferiert. Damals plädierten sie für eine Vermögensabgabe von, sagen wir, 5 oder 10% aller Vermögen, um das zu finanzieren. Man hat es nicht getan. Könnte man es heute noch tun? Das wäre konjunkturell heute eher schädlich. Man kann vergangene Fehler nicht alle wieder beseitigen. Man hat in den frühen 90er Jahren nicht gesehen, dass man es mit einem sehr schwierigen Aufholprozess zu tun haben würde. Und man hat auch nicht vorausgesehen, dass die Alimentierung Ostdeutschlands, wie Sie mit Recht gesagt haben, 4% des Sozialprodukts verlangen würde. 4% des Bruttosozialprodukts ist ein ungeheurer Batzen. Zum Vergleich will ich darauf hinweisen, dass der gesamte amerikanische Verteidigungshaushalt einschließlich der Kriegskosten im Irak und Nachkriegskosten im Irak auch nur 4% des amerikanischen Sozialprodukts sind. Ein ungeheurer Batzen. Es ist dies übrigens der Hauptgrund dafür, dass das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft hinter dem Wachstum der französischen, der holländischen, der belgischen, der englischen Volkswirtschaften zurückbleibt. Als Gerhard Schröder gewählt wurde, lag die Arbeitslosigkeit im Osten bei knapp 20%. Als er wiedergewählt wurde, auch bei knapp 20%. Heute bleibt sie bei knapp 20%. Man sieht auch, dass der Aufholprozess, dass das Wachstum in Ostdeutschland in keiner Weise stark genug ist, als dass Westdeutschland eines Tages eingeholt werden könnte. Da nochmal meine Frage, warum gibt es da nicht eine nationale Sammlung, einen nationalen Kraftakt, um hier Deutschland aus dem Schlamassel zu holen? Ich muss nochmal sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich. Da müssen Sie die gegenwärtig verantwortlichen Politiker fragen. Sie haben es bisher nicht rechtzeitig verstanden. Sie haben insbesondere nicht begriffen, dass sie für die ostdeutsche Wirtschaft einen grundsätzlichen Vorteil herstellen müssen vor der westdeutschen. Das kann steuerlich geschehen. Das kann geschehen durch Befreiung von einer Reihe bürokratischer Vorschriften. Da sind mancherlei Möglichkeiten theoretisch gegeben, aber sie greifen natürlich alle ein in bestehende Rechte. Und bisher haben sowohl die unternehmerischen Verbände als auch die Gewerkschaften in Westdeutschland sich dagegen gewehrt, dass die Ostdeutschen einen Vorteil eingeräumt bekommen. Sind die Westdeutschen Egoisten? Jedenfalls spielt hier der Egoismus eine ganz große Rolle. Deswegen würde ich die noch nicht pauschal alle für Egoisten erklären wollen. Wo Sie persönlich etwas tun konnten, dann haben Sie es getan, zum Beispiel mit der Gründung einer deutschen Nationalstiftung nach der Vereinigung. Ja. Was bezwecken Sie damit? Das liegt jetzt ungefähr ein Jahrzehnt zurück.
dass wir damit angefangen haben. Für mich war damals klar zu erkennen, dass das Zusammenwachsen, das Wiederzusammenwachsen der Nation sehr viel schwieriger werden würde, als die Mehrheit der damals lebenden Politiker sich es vorgestellt hat. Und mir lag daran, diesem Zusammenwachsen beizuhelfen. Gleichzeitig sah ich die Gefahr, dass, wenn das Zusammenwachsen doch etwas länger dauern würde als gedacht und gehofft, dass dann die Möglichkeit bestand oder die Gefahr bestand, dass die Frustration sich in Nationalismus auswirken würde können. Und deswegen hat diese Nationalstiftung von vornherein die Einbettung Deutschlands in die europäische Integration zu einem Grundpfeiler ihrer Zielsetzung gemacht. Sie haben diese Stiftung eben Nationalstiftung genannt, wo recht viele deutsche Intellektuelle meinten, Deutschland ist letztlich postnational. Es ist weiter vorangekommen als andere Länder. Es hat sich schon ein Stück weit vom Nationalen befreit, zugunsten dieses Europäischen, das Sie soeben befürworteten. Ja, die haben sich geirrt und die bleiben auch im Irrtum befangen. Es gibt von China bis nach Amerika, bis nach Südamerika keinen großen Staat, nicht einmal kleine Staaten, die sich vorstellen oder die sich einbilden, das Phänomen der Nation beiseite zu schieben. Das kann keiner, das tut auch sonst keiner. Diese deutschen Intellektuellen, die Sie da zitiert haben, haben sich geirrt. Die werden sich noch nach Generationen als Irrtum das angreifen lassen müssen. Die Nation ist zugleich der Hort der Demokratie. Dort ist sie entstanden und auf der anderen Seite aber auch die Ursache des blutigsten Aufprall eben von Nationalismen. Und trotzdem muss man auf Ewigkeit mit der Nation leben. Gar nicht so altes Gebilde in der Weltgeschichte. Ja, ob auf ewig, weiß ich nicht. Aber jedenfalls für die Gegenwart und für mehrere künftige Generationen vielleicht. Für viele Generationen. Aus der Nation muss nicht Nationalismus entstehen. Aber die Nationen sind entstanden im Laufe von vielen, vielen Generationen. Nehmen Sie den Tatbestand, dass die deutsche Sprache sich über mehr als 1000 Jahre entwickelt hat, die französische Sprache über weit mehr als 1000 Jahre, die spanische desgleichen, die italienische über mehr als 2000 Jahre. Sprache ist langsam gewachsen, das Nationalgefühl ist etwas später gewachsen in den allermeisten Fällen als die Sprache. Aber sie hängt mit der Sprache zusammen. Die nationale Kohäsion, der Zusammenhang der Nation hängt natürlich mit der Sprache zusammen. Irland, die Schweiz ist die einzige zu buchschlagende Ausnahme auf der ganzen Welt. In Indien werden 150 Sprachen gesprochen. Man kann sich auch da fragen, ob es eine indische Nation gibt. Es gibt einen indischen Staat, es gibt sogar einen indischen Rechtsstaat. Aber es gibt gleichzeitig 17 oder 19 Amtssprachen in Indien. Das macht das Zusammenwachsen dieses Staatsvolkes sicherlich sehr schwierig. Wir wissen doch alle, dass die Nation für viele große Probleme zu klein geworden ist und für viele kleine Probleme im Grunde genommen viel zu groß. Warum dieses Festhalten der Menschen? Das ist ein schönes Wortspiel, aber ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Es gibt eine Reihe von Problemen, die eine Nation allein nicht lösen kann. Das gilt insbesondere für die Aufrechterhaltung des Friedens und es gilt ebenso insbesondere für die wirtschaftliche Selbstbehauptung. Diese beiden Gründe sind es ja, die die europäische Integration
ausgelöst haben, den Willen zur Integration ausgelöst haben. Bewahrung des Friedens und ökonomischer Vorteil. Aber beides muss überhaupt nicht dazu führen und wird auch nicht dazu führen, dass wir heute in 20 oder 30 Jahren von einer europäischen Nation sprechen werden. Sondern natürlich bleiben die Franzosen eine Nation für sich und ebenso die Spanier und ebenso die Polen und ebenso die Deutschen. Sind die Deutschen nationaler, wenn nicht nationalistisch sogar geworden seit ihrer Vereinigung? Nein, den Eindruck habe ich nicht. Man hat das Gefühl, dass sich Deutschland weniger einbringt in die europäische Einigung, eigene Interessen härter vertritt, als das früher der Fall war. Diesen Eindruck teile ich eigentlich nicht. Ich denke eher im Gegenteil, dass die deutschen Politiker mitschuldig daran sind, das gilt für die Regierung Kohl wie für die Regierung Schröder, dass die Deutschen mitschuldig daran sind, aber gleichzeitig sind die Franzosen, die Holländer, die Luxemburger, alle möglichen Staatsmänner mitschuldig daran, dass man die Integration in den letzten 10 Jahren überstürzt hat. Man hat die Völker überfordert. Die Volksabstimmung in Frankreich, die Volksabstimmung in Holland ist das Ergebnis einer Überforderung. Viele Menschen haben Angst um ihre nationale Identität. Sie haben auch Angst vor einer alles überwalzenden Bürokratie aus Brüssel. Sie haben Angst vor der allzu schnellen Erweiterung der Europäischen Union. Da sind die Deutschen nicht anders. Wenn wir in Deutschland eine Volksabstimmung gehabt hätten, wäre sie wahrscheinlich genauso schief gegangen wie in Frankreich. Die Leute fühlten sich überfordert. Man kann angesichts der tausendjährigen Nationalgeschichte nicht innerhalb von wenigen Jahrzehnten die europäische Integration vollenden. Man muss auf der anderen Seite doch sehen, dass wir einen unglaublichen Erfolg erzielt haben. Nur ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und davor gab es den Ersten Weltkrieg. Und davor gab es alle möglichen anderen Kriege. Es gab einen 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Es gab einen 30-jährigen Krieg im Zentrum Europas und im Zentrum Deutschlands. Jetzt haben wir 1950 mit dem Schumann-Plan angefangen mit der Integration. Und was wir bisher erreicht haben, ist in der ganzen Weltgeschichte ohne jedwedes Beispiel. Es hat immer wieder Versuche gegeben, Europa zu vereinigen. Zu Zeiten von Caesar und Augustus, zu Zeiten von Genghis Khan, zu Zeiten Karls des Großen vorher, zu Zeiten Napoleons, zu Zeiten Hitlers. Aber alles immer nur mit dem Daumen und mit Macht und mit Krieg, mit Eroberung und mit Besatzung. Dieses hier ist ausschließlich friedlich und im Einvernehmen geschehen. Ein unglaublicher Erfolg. Und der ist den Leuten zu Kopf gestiegen, die da als Staatsmänner am Ruder ihrer Staaten standen. Und sie haben dann zu viel auf einmal gewollt und haben die Völker überfordert. Sie müssen etwas vorsichtiger sein. Ich glaube, europäische Integration braucht noch einmal ein halbes Jahrhundert. Und wenn wir zum Beispiel im Jahre 2050 eine voll handlungsfähige Europäische Union erreicht haben würden, dann wäre das immer noch nicht zu spät angesichts der 2000 Jahre europäischer Geschichte, die hinter uns liegt. Liegt es wirklich nur an den bürokratischen Auswüchsen und an dem übertriebenen Ehrgeiz der Staats- und Regierungschefs, dass der Elan der Europäischen in Deutschland doch etwas erlahmt ist? Nach dem Krieg brauchte Deutschland einen großen Markt, um seine Industrie wieder aufzurichten. Es brauchte Rückhalt im Kalten Krieg und die EU, die damalige EG oder EWG, bot diesen Rückhalt. Nach dem Krieg war man nicht übermäßig stolz, deutsch zu sein, umso stolzer eine europäische Ersatzidentität zu finden. All das ist mit der Wiedervereinigung weggefallen. Alles hat man erreicht und nun wendet man sich ein Stück weit innerlich von der europäischen Einigung ab.
Nein, das kann ich nicht, kann ich weder bejahen, noch auch nur teilweise bejahen. Der größere Markt, oder anders gesagt, das ökonomische Motiv, hat am Beginn der europäischen Integration überhaupt keine Rolle gespielt. Sondern es waren zwei Hauptfaktoren, die für Robert Schuman, für Jean Monnet, aber auch für de Gasperi, auch für Adenauer und für den Westen insgesamt die entscheidende Rolle gespielt haben. Zwei Motive. Zum einen, da gab es diese bedrohliche Sowjetunion und den bedrohlichen, ausgreifenden Kommunismus, der Erfolge erzielte in Italien, in Frankreich und anderswo. Und gegen den brauchte man eine Barriere. Und für diese Barriere brauchte man unter anderem Einigkeit im Westen. Man brauchte unter anderem auch Soldaten mit Gewehren. Und das andere große Motiv war, Deutschland, ganze 5 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft, einzubinden in das Geflecht der europäischen Staaten. Und Adenauer war zu dieser Selbsteinbindung bereit und mit Recht bereit, diese beiden Motive, Deutschland einzubinden und eine Barriere gegen die Sowjetunion zu schaffen. Das waren die Motive, die bis tief in die 50er Jahre den Willen zur europäischen Integration zum Durchbruch geführt haben. Dazu kam dann ein beginnender europäischer Idealismus. Dazu kam dann im Laufe der 50er Jahre das ökonomische Motiv, das erstmalig dann in den römischen Verträgen gegen Ende der 50er Jahre mit der Zielsetzung eines gemeinsamen Marktes zur vollen Auswirkung gekommen ist. Aber der gemeinsame Markt ist erst vollständig geworden durch die gemeinsame Währung. Und die gibt es gerade erst seit einer Handvoll Jahre. Die ist kurz vor der Jahrtausendwende endlich zustande gekommen. Also wollen wir den gemeinsamen Markt mal einerseits nicht unterschätzen, aber als das entscheidende Motiv der Integration auch nicht überschätzen. Das entscheidende Motiv ist der Frieden. Sie haben immer, und Sie betonen es auch im Buch, auf die enge deutsch-französische Freundschaft gesetzt, um Europa voranzubringen. Nun sieht man, dass gerade diese zwei Länder, die der Motor sein sollten, heute eher rote Laternen sind des europäischen Zugs. Was ist da geschehen? Wie kann europäische Initiative ergriffen werden, wenn Deutschland und Frankreich ihre Funktion nicht mehr erfüllen können als Ideengeber und Antreiber? Die Ideen können von überall kommen. Die ursprüngliche Idee der europäischen Integration kam nicht von den Franzosen, sondern von Winston Churchill. Das war ein Engländer. Der sagte allerdings gleichzeitig, England würde ja nicht dazugehören. Aber er forderte die Franzosen auf, sich mit den Deutschen zu versöhnen und gemeinsam die Vereinigten Staaten von Europa zu begründen. In seiner berühmten Zürcher Rede. Das war Zürich 1946. Der Schumann-Plan kam 4 Jahre später. Allerdings kam er aus französischen Gehirnen. Und die Franzosen haben ihn präsentiert. Übrigens beide mit Unterstützung durch die damalige USA. Es ist aber nicht so, dass es im Augenblick an europäischen Initiativen fehlt, wie Sie gesagt haben. Im Gegenteil, wir haben zu viel auf diesem Feld erlebt. Die Erweiterung zum Beispiel um 10 Staaten auf einmal war zu viel. Wir haben 20 Jahre gebraucht vom Beginn des Schumann-Plans der Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 20 Jahre gebraucht, bis wir das 7. Mitglied aufgenommen haben. Das war England. Und im Jahrzehnt der 70er Jahre haben wir Großbritannien und Irland und Dänemark aufgenommen. Und dann haben wir erst im nächsten Jahrzehnt wiederum 3 weitere Staaten aufgenommen. Und im übernächsten Jahrzehnt haben wir wiederum nur 3 weitere Staaten aufgenommen. So sind wir dann im Laufe der 90er Jahre schließlich auf 15 Mitgliedstaaten gekommen. Und nun plötzlich auf einmal 10 weitere Staaten dazu. Das ist zu schnell gegangen, zu viel.
und die bürokratische Wucherung in Brüssel, an der alle nationalen Regierungen mitschuld sind. Keine Direktive aus Brüssel ohne Beschlussfassung im Ministerrat. Diese Wucherung hat dann dazu beigetragen, dass viele Leute in allen Völkern und allen Staaten Europas ein bisschen besorgt geworden sind. Das insgesamt hat dann zu diesen negativen Volksabstimmungen geführt. Sie schreiben in Ihrem Buch, im Jahre 1989 ist darin ein Text veröffentlicht, wir Deutsche bedürfen der Franzosen, um Deutschland an den Westen zu binden. Und Sie fügen hinzu, man muss Paris den Vortritt lassen, der den Franzosen gebührt. Deutschland solle immer einen halben Schritt dahinter sein. Bleibt das so oder hat sich inzwischen die Lage grundlegend verändert? Sie hat sich verändert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man den Franzosen einen Vortritt lassen sollte. Weswegen? Aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt wegen des enormen Prestiges, das die Franzosen in der ganzen Welt genießen. Das haben Sie verspielt mit Ihrem Nein zur Verfassung, jetzt mit Ihren Unruhen in den Banlieues? Nein, das würde ich nicht überschätzen. Das muss nicht so beurteilt werden. Das kann dahin führen, wie Sie gesagt haben, muss es gar nicht. Aber was sich wirklich verändert hat, ist, dass nun inzwischen die Polen, das ist unser anderer wichtigster Nachbar, die Franzosen im Westen, die Polen im Osten, dass die Polen inzwischen sich voll emanzipiert haben von sowjetrussischer Vorherrschaft und ihre Rolle innerhalb dieser Europäischen Union spielen wollen und auch spielen müssen. Und die Polen sind auch heute in 100 Jahren weiterhin unsere genauso wichtigen Nachbarn wie die Franzosen. Ich würde so sagen, die Franzosen und die Polen sind die wichtigsten Nachbarn, mit denen die Deutschen in guten Frieden leben müssen. Und sie sind nicht die einzigen Nachbarn, mit denen wir in guten Frieden leben müssen. Ich würde auch in Zukunft gerne den Franzosen den Vortritt lassen mit neuen Ideen, wenn denn neue Ideen wirklich notwendig sind. Im Augenblick kommt es mir so vor, als ob wir viel zu viele neue Ideen in Brüssel gemeinsam ins Werk gesetzt haben, ohne dass es notwendig war. Ich will ein Beispiel geben. Hier in Hamburg, wo wir heute Abend zusammensitzen, musste neulich das hamburgische Landesparlament, die Bürgerschaft, sich befassen mit einer Richtlinie aus Brüssel, die galt für die ganze Europäische Union für die Gestaltung von Drahtseilbahnen. Nun gibt es in Hamburg keine einzige Drahtseilbahn. Aber das ist typisch für die bürokratische Wucherung, von der ich spreche. Das alles kann nur Unmut erzeugen. Viel zu viel Unmut. Man muss langsam gehen. Sie stellten zuvor in Abrede, dass Deutschland nationaler geworden ist. Ja. Der Willen, einen Sitz im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen zu haben, ist das doch nicht das Zeichen, dass sich etwas tief verändert hat in dem Lande? Ich habe diese Absicht nie für sonderlich vernünftig gehalten, weil ich wusste, dass es nicht zu erreichen ist. Es ist ja das ein Vorhaben der Regierung Kohl gewesen. Die Regierung Schröder hat es übernommen und weiter verfolgt. Gleichzeitig haben die Japaner dieselbe Absicht verfolgt. Für mich war ganz klar zu erkennen, dass weder die Japaner noch die Deutschen sich damit durchsetzen würden. Übrigens ist das einer der Gründe, die dafür sprechen, die Franzosen immer einen Schritt vorangehen zu können. Franzosen sind ständige Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Ebenso wie die Engländer, ebenso wie die Chinesen, die Russen und die Amerikaner. Und es ihnen gleich tun zu wollen, war nicht so sehr Nationalismus als vielmehr Geltungsbedürfnis. Großmannszucht? Geltungsbedürfnis. Wenn ich Sie höre, sind Sie fast schon froh, dass das gescheitert ist. Nein, ich habe es für unausweichlich zu kommen sehen und bin nicht froh darüber. Es sei denn froh darüber, dass meine Vorhersage eingetroffen ist.
Im Buch blicken Sie auf die Geschichte zurück und sagen, in jedem Jahrhundert verändern sich die europäischen Machtverhältnisse mehrmals tiefgreifend. So war es bisher. Nicht mehr? Ich habe nicht gesagt, das sei für auf alle Zukunft so, sondern ich habe, wenn ich es richtig erinnere, gesagt, meine Erwartung, dass die beiden deutschen Nachkriegsstaaten wieder vereinigt würden, dass die Nation wieder unter ein gemeinsames Dach kommen würde, diese Erwartung habe ich darauf gegründet, dass so wie in vergangenen Jahrhunderten auch dieses Mal die Machtverhältnisse dieser starken, gefährlich starken Sowjetunion im Osten, dem demokratischen Westen, dass diese Machtverhältnisse sich ändern würden und die Veränderung würde eine Vereinigung der Norddeutschen wieder ermöglichen. Das habe ich in all den Jahrzehnten nach 1945 so erwartet. Das ist tatsächlich eingetreten, allerdings nicht durch einen Krieg, nicht durch Machtverschiebung, sondern durch den inneren Zusammenbruch der Sowjetunion, der zum Teil aus ökonomischen und politischen Fehlern, die man in Moskau gemacht hat, zu erklären ist, zu einem ganz anderen wichtigen Teil zu erklären ist, durch das Aufbegehren der Polen und der Ungarn und anderer im Osten Mitteleuropas, ohne Solidarność in Polen, wäre möglicherweise weder Glasnost und Perestroika, wäre möglicherweise sogar die deutsche Vereinigung so nicht zustande gekommen. War der Zusammenbruch des DDR-Regimes eine Revolution, bewirkt von den Ostdeutschen? Darüber kann man lange philosophieren. Ich bleibe der Meinung, dass ohne die Vorgänge in Polen und in Ungarn und anderswo und in Russland die Vereinigung so nicht zustande gekommen wäre. Hat Deutschland die Vergangenheit der kommunistischen DDR richtig aufgearbeitet mit der sogenannten Gauck-Behörde, die alle Akten gesichtet hat? Oder hätte man anders verfahren sollen? Ich finde, dass man mit einer Reihe ehemaliger Kommunisten sehr viel rücksichtsloser umgegangen ist als nach 1945 mit einer Reihe ehemaliger Nazis, schlimmer Nazis. Wurde der Fehler damals oder heute begangen? Ich habe das nicht verstanden. Wurde der Fehler damals begangen oder heute? Er hat keinen Zweck, darüber zu philosophieren. Es war damals ziemlich zwangsläufig so. Und mir wäre es lieber gewesen, man wäre etwas glimpflicher mit den ehemaligen Kommunisten umgegangen. Nicht mit Verbrechern, aber jemand, der nichts anderes verbrochen hat, außer dass er sich einem Gespräch mit der Staatssicherheitsorganisation der DDR nicht hat entziehen können, dem würde ich das nicht ankreiden wollen. Haben Sie eine Ahnung, warum denn zweierlei Maßstäbe galten nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zusammenbruch der DDR? Ja, weil nach dem Zusammenbruch der DDR die Westdeutschen alle dastanden und scheinbar ohne Fehl waren und ohne Makel. Das war nach 1945, waren das sehr wenig Deutsche, die ohne Fehl und Makel dastanden. Also moralische Überheblichkeit jetzt? Ein Stückchen moralische Überheblichkeit, aber nicht nur von Seiten der Westdeutschen, auch von Seiten einige Ostdeutschen. Sie haben Herrn Gauck genannt, der ist kein Westdeutscher, das ist ein Ossi. Sind Sie ein deutscher Patriot? Das würde ich bejahen wollen, wenngleich ich damit nicht auf dem Marktplatz und fahnenschwenkend herumlaufe. Soll man dieses Land, wie der Bundespräsident Horst Köhler sagte, lieben? Da gibt es ein schönes Wort von Gustav Heinemann, der gesagt hat, ich liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau. Sie lieben Deutschland nicht? Ich habe gar keine Wahl. Ich bin Deutscher von Geburt und von Gesinnung. Wie sehr ich es liebe oder wie wenig, das spielt keine Rolle. Ich habe gar keine Wahl. Das ist aber keine große Liebeserklärung. Ich neige nicht zu großen Liebeserklärungen.
Warum? Ich bin so gebaut und so erzogen. Sind Sie stolz auf das, was Deutschland in den letzten 15 Jahren seit dem Mauerfall geleistet hat? Oder finden Sie, man hätte es so viel besser machen können? Man hätte es besser machen können, man hat es aber so gemacht, wie es nun ist. Das Wort Stolz liegt mir nicht sonderlich. Sie galten, als Sie vor einem Vierteljahrhundert Deutschland regieren, als Macher. Juckt es Sie immer noch zwischendurch zum Machen? Das Wort vom Macher hat mir nie gepasst. Es klingt nämlich so, als ob derjenige, der da als Macher abkonterfeit wird, sonst weiter nichts im Hinterkopf habe. Ihre Frage, ob es mich in den Fingern juckt, nein, dazu bin ich zu alt. Ich werde dieses Jahr noch 87. Aber so alt sind Sie nun auch nicht, dass Sie gleichsam sich nicht mehr einbringen würden in die deutsche Debatte. Nein, ich mische mich ein mit Büchern. Ich habe im Laufe des Lebens eine Reihe von Büchern gemacht, die sich zu einem erheblichen Teil mit deutschen Fragen beschäftigen. Das werde ich auch in Zukunft tun, solange mich der liebe Gott das machen lässt. Was wird das nächste Buch sein, Helmut Schmidt? Das weiß ich noch nicht. Aber es wird eines kommen. Das hoffe ich. Was ist das große Thema, das Sie derzeit beschäftigt, nachdem Sie sich jetzt mit der deutschen Vereinigung nach 16 Jahren auseinandergesetzt haben? Ja, das Thema beschäftigt mich auch in Zukunft. Ich sehe diese Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland mit großer Besorgnis. Ich sehe auch mit Besorgnis, dass alle aktiven jungen Leute, die in Ostdeutschland keine Arbeit finden, stattdessen nach Stuttgart gehen oder nach München oder nach Hamburg oder nach Nordrhein-Westfalen. Das sehe ich mit großer Besorgnis und ich werde mich auf diesem Felde sicherlich auch in Zukunft einmischen, solange ich das noch kann. Sie sagten in einer Rede im Februar 1990 in Rostock, als Sie dort sich an die Ostdeutschen wandten, es ist notwendig, dass ihr hier bleibt und den Laden in Ordnung bringt. Würden Sie das heute wiederholen oder ist das ein frommer Wunsch gewesen? Das war kein frommer Wunsch, sondern das war ein Wunsch, der war ernst. Und das schien damals auch möglich zu sein. Heute würde ich keinen jungen Menschen anklagen, der in Greifswald keine Arbeit findet oder in Cottbus keine Arbeit findet und der deswegen in den Westen geht, wo er dann Arbeit findet. Was ist die Zukunft? Wie steht Deutschland in 10, 15 Jahren, was seine Vereinigung betrifft? Ich gehe davon aus, dass die Vereinigung der Nation gelingen wird. Aber es kann sein, dass sie mehr Zeit braucht, als man am Anfang sich vorgestellt hat. Ganz sicherlich werden sozialökonomische Umstände eine größere Rolle dabei spielen, als sich manche Politiker und manche einfache Staatsbürger sich das heute vor 15 Jahren vorgestellt haben. Der alte Marx hat ja mit dem Satz, es sei das ökonomische Sein, das das Bewusstsein bestimmt, nicht ganz Unrecht gehabt. Helmut Schmidt, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.